Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Part von The Frozen Throne in Hearthstone. Wir sind im Finale von The Upper Reaches. Ich bin Okoparos, mit mir ist wie immer der gute Bernie. Ja, ich bin auch da. Wie immer auch sehr motiviert. Ich bin immer motiviert. So, los geht's gegen... Syndragosa is my finisher. Stay away. You cannot have her. Wir werden sie haben, weil Syndragosa auch eine Mage-Legi ist. Syndragosa, the Lich King's pet frost worm, is a chilling foe. Und ihre Fähigkeit ist Frost Breath. Triggered power. At 20 health, transforms all enemy minions into blocks of ice. Aha. Ja, ich habe schon eine Strategie dazu gelesen, deswegen natürlich immer darauf vorbereiten. Okay, 20.000 Stunden dagegen anzukämpfen. Und ein neues Deck. Mit einem Varior. Ein Varior. Heroic Strike. Riva-Achse, Shield Block, Corcron Elite und Arcanite Reaper. Und die neutralen Karten sind Elven Archer. Voodoo Doctor. Sengen Shieldmaster. Ja, auch ein Gott. Booty Bay Bodyguard. Oh, nämlich 5 Mana, oder? Ja, da. Hier am Anfang. Booty Bay Bodyguard. Darkscale Healer. Stormpike Commander. Boulder Fist Ogre. Dawn Golden. Lord of the Arena. So, das Basiskarte. Mal schauen, ob das funktioniert. Reckless Rocketeer. Und War Golem. Auch wieder. So, hier. Syndra, nennen wir es mal. Wenn ich mal schaue. Frozenthrone. Syndragosa. The No-Cost Strangler Cthulhu. Gäbe es auch. Buffy Cthulhu to exact amount of health or higher, drop it and win. Ist doch viel cooler an. Ich mag Cthulhu-Dex. Ich mach doch das Gefühl, Deck. Schön die schöne Partstrecken, ey. Finde ich gut. Geföhn. Ja. So, mal, wir machen das. Wo ist das Syndra-Deck? Hallo? Da. Weil hier nur Basic Cards wird bestimmt sehr schwierig werden, ey. Weil da schon noch in den Kommentaren so, oh, 8er Try oder sowas. Leute, die sagen, erster Try ist eine Lüge. Und so weiter. Gut, dann, Ja, erzähl mal was, Bernie. Du hast einfach immer Dinge zu erzählen.
Eigentlich wollte ich sagen, ich gehe jetzt kurz Zähne putzen und bin da wieder da, bis du da bist. Geil, good job, Benny. Lässt dich schon am Stich. Aber ich kann natürlich auch später Zähne putzen gehen. Ja, das kannst du auch machen. Ist seine Entscheidung. Ja, dann gehe ich später. Mountainfire Armor. Ach ja, was kann man sagen? Hab's dann, will halt durch, will halt, ich glaub, Eisblock soll oder ist demnächst auch gebannt. Was wird gebannt? Eisblock soll unter die Hall of Fame. Dann RIP, sag ich mal, alle Freeze Mages und so. Eisblock ist eine der stärksten und wichtigsten Karten in Mage-Decks gewesen. Ja. Oder ist es noch? Ist ja noch nicht gebannt. Shield Maiden und Ancient Shield Bearer. Zweit noch ein. Und Blitz hat da ein paar Nerfs gemacht, die sind teilweise nicht stark genug gewesen, dass man mitbekommen hat. So, jetzt die ganzen Gefühl-Dinger. Back in the evil. So. Da, Back in of Evil. Die letzten Änderungen in Hearthstone waren die Fiery Oryx ging um einen Mana hoch, Hex ging um einen Mana hoch. Ja, drei Mana zu Level 2 hier. Ich hatte ein goldenes, weiß ich noch. So. Murloc Warleader hat jetzt nur plus 2 und nicht plus ein Leben noch dazu. Mhm. Wenn ich bin, das müsste Innervate sein. Anregen ist Innervate, oder? Ja. Ja, Innervate wurde auch genannt. Innervate ist jetzt aber eine Coin geworden. Ja. War ziemlich stark, Innervate. Ja. Wenn man richtig Glück hatte, war es immer ziemlich OP. Aber jetzt halt quasi ein Druide kann zwei zusätzliche Coins haben. Dieses, ich weiß nicht, der Flappy Purr, nicht der Flappy Purr, wird, das ist, dieser eine Drache, es gab ja eine Karte, die ich schon kurz auf, wie sie heißt. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich sagte schon, was ich aus will. Aber gut, dass sie das verändert haben, jetzt mit dem Kartentext. Give Cthulhu plus one plus one wherever it is. Ich glaube, das war damals nicht drauf, wo ich das noch gespielt hatte. Skeram Kultist. Tut mir leid, liebe Zuschauer, hab ich jetzt Bock zu machen. Ihr könnt es ja überspringen, wenn ihr keinen Bock habt. Jeder kann es ja überspringen. Nur mir kostet das Zeit. Turin Emperor, Veklor. Ich hatte mal viel Spaß mit Cthulhu Decks damals, deswegen habe ich das jetzt hier ausgesucht. Doomcaller. Und wo bist du? Cthulhu. So. Witches Fletchling, Zack. Diese Karte ist ziemlich OP. Immer wenn diese Karte den Hero attackt, kannst du sie tappen. Kannst du sie was? Adapt. Achso, Adapt, ja, okay. Und die Karte kann verdammt OP werden, wenn du die schnell spielst, Innervate haust den Zug raus, gleich Find Fury nochmal an und die Karte kann ein Spiel, innerhalb von wenigen Zügen entscheiden. Na, der 3-Mana-Ding ist echt stark immer gewesen. So, jetzt können wir gegen Syndragosa spielen. Let's go. So, Syndra. Summoning Ghouls. Gerash versus Syndragosa. Victory or death! You are a fool to come to this place! Aha. Ich glaube, jetzt verstehe ich, was ein Eisblock ist hier. Block of Ice. Ja, die blockieren mein Feld. Und hier steht: At 20 health, transform all enemy minions into block of ice.
Das heißt, wenn ich dann drei Minions habe, kann ich keine Minions mehr spielen, habe so gut wie verloren. Deswegen muss ich aber mit Kafun machen. For the life binder. Natürlich ein Drachendeck. Was denn auch sonst? Komm schon, lade. Schauen, was sie zu sagen hat. You may be wondering, how do I get rid of these ice blocks? Wie schaffe ich das? The answer is, you can't. Hey. Ja, wir können diese Blocks of Ice nicht von unserem Feld entfernen lassen. Ist natürlich recht tragisch und Benny geht raus, weil er keinen Bock hat. My thanks. I tire of these games. Oh, wir killen mal hier disconnected. So. Choose your victims with care. The cold hand of death will claim you all. Okay. Nur sollen wir die ganze Zeit die Minions trainen und den Platz haben. So. Und wenn du, glaube ich, den, ja, ist ein anderes Thema. Are you my master? Die nehmen wir auch hier. So. Cthulhu! So. Wenn sie auf 21 Leben runter, müssen wir einfach Cthulhu noch hochbuffen. So. I bleed for Cthulhu! I bleed for Cthulhu. Das ganze Akzent hier. Du bist blöd für Cthulhu. Genau. Ich bin blöd für Cthulhu. Warte. So, auch Twin Emperor Veglor. This way. Feel my pain. Viel einfacher als mit diesem Basisdeck, ey. Jetzt einfach nur Cthulhu hochbuffen, dann nutzen, um sie zu killen. Okay, vier in meinen Fates. Und Fairy Dragon. So, jetzt können wir sie auf 21 runterhauen und dann müssen wir einfach nur Cthulhu auf 21 buffen und ihn ziehen. Das war's. So, zack. Und einfach halt Armor kriegen. Oder Taunt. Ja. Ich pack meinen Arm einfach selbst hoch, damit ich halt genug hab. Und schön. Guten Tag. Guten Tag. Warum hat er einen Drachen? Ja, hat er, sehr schön. Kind sein eigenes. Wie soll er denn überhaupt gespielt, ne? Richtig smart. So. Oh, Cthulhu ist jetzt auf wie viel? 17. Oh, ich hab schon Cthulhu getan. Hab ich nicht mehr. Ja, hab ich. Ich hab's da gemerkt. Du musst nur mehr pushen. Gut, dass du das sagst. So. Ja, kann ich Reaper. Jetzt haben wir auf 19. Jetzt auf 20. Take this. Jetzt wurde nur noch ein. Ja, und das war's. Müssen wir noch die Kugel spielen? Ne, fuck. Und das Board killen. Komm, komm. Nein, nicht den. Minion.
Du hast aber ja, ich hab die Waffe. Arcanite Reaper. Ich hab die Waffe. Das war's. Well played. Well played. I tire of these games. Also laut Beschreibung wird Block of Ice nicht den Battle Cry stoppen. Also mal schauen. Ja, ohne Schild. Der Block of Ice killt sie. Good job. Und sie hat irgendwie noch die Hero Power, Deal 2 Damage oder so. Attack must be purged. Damit haben wir eigentlich diesen Flügel auch abgeschlossen. Wir sind schon oben beim Lich King. Boah, Alter. Und er kriegt harte Behinderung. Aber wir kriegen ein Deck. Upper Reach is defeated. The Frozen Throne awaits. Do you have what it takes to claim it? Und so sehr viele Frozen Thrones sind jetzt da. Das sind noch zwei Belohnungen, wenn wir fertig sind. Oder drei. And throw myself at your mercy. Spoiler. I will not. Okay, schön. Frostmourne. Ja, das ist Frostmourne, die Klinge. Vielleicht kriegen wir die Waffe oder so, wenn wir ihn besiegt haben. Keine Ahnung. Ach ja, hier. Man kriegt quasi... Defeat the Lich King with every class to earn Prince Arthas. Den neuen kostenlosen Paladin-Helden. Und halt ein Pack, wenn wir ihn einmal besiegt haben. Ja, mal schauen. Also ich glaube, ihre Hero Power war echt irgendwie... Also es war super easy mit Cthulhu Deck. Habe ich mich gut umentschieden. Was noch ist... Ja, ihre Hero Power war, glaube ich, 2 Damage für einen Mana oder so. Könnt ihr selbst nochmal nachschauen, falls ihr interessiert seid. Ich werde es tun. Falls Benny nichts anderes zu sagen hat, erwartet uns noch das Finale. Ja, bis zum nächsten Part, wo es dann heißt Finale. Oh. Finale. Oh. Also erst das Finale, das sind ja 9 Parts oder so. Tja, das eine ist Finale und die anderen werden dann halt Zusatz-Boss-Parts werden. In dem Sinne. Also nicht Bonus-Parts, aber halt erstes Finale und dann das Ende. Aber der erste Bosskampf wird offiziell das Finale sein. Wir sehen uns zum Finale, aber nicht zum Ende. Bis dann und ciao.